Schätze der Göttin, das weiß ich. Durch die Kraft des Wassertragens kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie sich an einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Oder nicht erkunden konnten, weil wir noch nicht schwimmen konnten oder tauchen. Wow! Hi. Ist das etwa eine Schuppe von Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Mensch, welch eine Metapher. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist, das weiß ich. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Diese Idee hatte ich auch. Hohohoho. Diese Idee hatte ich auch. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Der Ort ist direkt hier. Ja, der Ort ist direkt hier. Und mit Schwimmen meinen die übrigens immer tauchen. Ich wollte den Bernsteinhalbmond haben. Schwimmling. Ach. You know what? Fuck it. Ich finde übrigens die Steuerung unter Wasser absolut schrecklich. Denn Link kann nur mit der Wii Motion bewegt werden, nicht mit dem Nunchuck. Ich finde das übrigens grottenhässlich. So, das ist die Wasserschraube. Die zieht uns natürlich von unserer Luftanzeige kräftig was ab, aber hier sind ja Luftblasen, die das machen. Und es gibt auch einen Trank, der lässt uns, ich glaube, für ein paar Sekunden, für entweder anderthalb Minuten oder 30 Sekunden oder sowas, die Luft für immer anhalten. Das ist nicht nützlich, das braucht man echt gar nicht. Das ist Geldverschwendung. Kauft euch lieber rote Tränke davon. Aber tut nicht sowas. Also dieser Trank für den Unterwasser-Shit, der ist nötig. Der Ausdauertrank ist da schon eher was. Auch wenn der ist auch nicht unbedingt nötig, um ehrlich zu sein. So. Nein, Link, du solltest nicht großartig hier tauchen. Du sollst dich jetzt hier an diese Ranken hier begeben. Du sollst da hoch ins Trockene. Und du sollst diesen Ort erkunden, den du vorhin noch nicht erkundet hast. Und das geht, by the way, am besten damit. Gut, das hat er gut geblockt, das muss ich schon sagen. Ich habe keine Waffe. Wirklich, das kotzt mich an. Du findest in den ersten drei Tempeln... Würdest du aufhören, diese Schraube zu machen, du Depp? Davon mal abgesehen, dass ich den Nunchuck nicht schüttle. Ja. Geil. Es gibt in den ersten drei Tempeln einfach keine Waffe, die du was nützt gegen Gegner. Das hier betäubt nur, das hier macht gar nichts, das hier betäubt nur und... Ja. Bringt nichts. Aber er springt hinterher, nice. Bringt also doch was. Schön, macht Spaß. Geh weg. Bitte verpiss dich. Nunchuck, danke. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Wenn ich das Spiel jetzt nicht beenden kann, das Let's Play, weil der Nunchuck nicht funktioniert, ne? So. Gut, dafür ist dann meine Schleuder doch noch gut. Warte, da hinten habe ich noch einen übersehen. Ich sehe es gerade. Ich finde es lustig, wie die explodieren. Fische, die explodieren, das sollte man mal erfinden. Ach, jetzt kann ich da die Pilze anhauchen und dann geben sie mir Rubin oder was. Das ist ja wunderprächtig, aber das braucht kein Mensch, um ehrlich zu sein. Link, ernsthaft? Ich kann mich da nicht festhalten. Zu weit entfernt. Oh, Link, wirklich. Du hast ein Problem. Ganz großes Problem. So, Zelda geht dann jetzt in die Pause. So für 3 Monate. Da beschwert sich dann der gute Sven wieder, aber egal. Manchmal frage ich mich ernsthaft, warum ich dieses Let's Play direkt angefangen habe nach dem anderen Zelda Let's Play. Ich habe ganz genau gewusst, ich... Ha, nee, nee, es sollte nämlich nicht so sein. Es sollte nicht dieses... Es sollte nämlich nicht sofort kommen, aber dann war einfach kein anderes Projekt da. So war das. Ich wollte eigentlich erst so 30 Folgen auf Vorrat aufnehmen. Also, dass ich jetzt an dem Zeitpunkt bin, bevor das Let's Play überhaupt oben ist, oder ich keiner beschweren kann.
Weil ich dann sagen kann, ich habe noch was übrig. Oder auf Vorrat. Aber dann ist es doch anders gelaufen. Ne? Scheiße. So, Mensch, 2 Folgen schon wieder rum. Kann ich ja gleich schon wieder aufhören. Gott sei Dank. Ich kann zwar Wii-Spiele länger aufnehmen wie Wii U-Spiele. Oder war das nur bei... Es war eigentlich bisher nur bei Resident Evil so. Dass ich die Sachen nicht schneiden konnte. Das ist ja... Wenn ihr den... Wenn ihr das... Wenn ihr die Folge seht, ist Resident Evil entweder schon gelaufen oder es kommt eine der letzten Folgen. Link, nein, du hast... Ah! Das gibt's nicht! Link, du bist der Depp des Jahrtausends, ey. Danke, Nunchuck. Ich pfeffer jetzt gerade mal meinen Nunchuck hier in die Ecke. Und befinde es jetzt nicht für nötig, dieses Spiel weiterzuspielen. Nunchucks, die wohl dümmste Erfindung von Nintendo nach dem Nintendo DS. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, weil ich das Ding jetzt voller Wut irgendwo drangehämmert habe, ja. Doch, jetzt funktioniert es wieder. So, jetzt habt ihr bestimmt Spaß bei dem Ganzen nochmal, ne? Hab ich aber nicht. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Gerade, das ist so wahnsinnig ekelhaft. Aber ihr wollt ja Zelda. Ich hasse manchmal, dass Zelda so eine bekannte Spieleserie ist. Kann es nicht unbekannt sein, dann guckt es keiner und dann fällt es nicht auf, wenn es mal so 3 Monate Pause macht, so wie Yoshi's Island. Da denkt auch jeder, es ist fertig, obwohl die ganze letzte Welt noch fehlt, ja. Also, ich habe noch eine Folge, die ich rendern muss, aber dazu komme ich ja nicht. Ich komme ja auch gar nicht mehr zum Aufnehmen, weil die Grabber-Scheiße ja viel interessanter ist als jetzt die ganzen Retro-Games. Deswegen habe ich meinen ganzen Plan für dieses Jahr eigentlich... Kann ich vergessen, ja. Ja, Wario Land 1 und 2 wollte ich spielen. Fuck it. Ja, wer braucht das jetzt noch, ja? Verpisst ihr euch bitte? So, noch irgendjemand? Nein, gut. So. Mal wegpusten hier. Die Uhr haben wir eigentlich. Ich glaube, wir haben schon wieder nach 4. So, Link, wenn das jetzt noch einmal passiert, ne? 16:30 haben wir, ja. Dann kriegen wir beide ein ganz kräftiges Problem, weil ich habe einfach keinen Bock mehr dran, ne? Dann mache ich aus. Dann gibt's den Rage Quit des Jahrtausends. Ach so, ja, ich könnte ja Vögel fangen. Oh, 3 auf einmal! Ne, 2. 2 Vogelfedern erhalten. Aber immerhin. Oh, es fehlt nur noch ein Material. Das ist gut. Es fehlt nur noch ein Material. Das ist sehr, sehr gut. Wehe. Ja, jetzt ist da oben natürlich noch so eine hässliche Spinne. Die wird natürlich nicht hingewiesen vorher. Tot. Arschloch. Ja. Mensch. Das kann ich ja... Will ich mir jetzt sagen, dass der Nunchuck schon wieder nicht funktioniert, oder? Sag mal... Warum gibt man mir hier so keine dieser... Klar, jetzt funktioniert's nicht. Warum gibt man mir keine dieser Ausdauerbären? Das... Die Steuerung, ne? Manchmal ist er einfach der letzte... Rotz. So, wo ist einer dieser Bären? Ach nee, du kannst da runter. Weil du musst ja noch die Spinnen abschießen.
Natürlich. Ich weiß, Spiel, ich weiß. Ups, ein Bienennest. Wer schießt denn sowas ab? Vier Dekubienen. Das werden noch mehr. Von denen, wenn wir am meisten haben. Weil wir oft solche... Weil erstens nerven sie uns da nicht. Und zweitens, werden wir jede Honig, jedes Bienennest zerstören. Weil wir dann auch Honiglarven bekommen. Waben. Und, das ist, nützlich. By the way. Weil es sind halt alles irgendwie Sachen, die ich dann... Wo ich dann Tränke mit verbessern kann. Schauen wir mal, was da oben so auf uns wartet. Ich kann es euch schon mal sagen, es erwartet uns da oben gar nichts, außer ein Speicherpunkt, zu dem wir uns dann später wieder hin teleportieren können. Und ein weiterer Eingang da rein. Wenn wir jetzt wieder runterfallen, mache ich wirklich aus. Dann speichere ich irgendwo, mache aus. Kein Scheiß. Ja, fuck it. Ja, gegen den besteht übrigens sehr wohl die Gefahr, dass wir runterfallen. Oh. Vor allem, wenn dann der Nunchuck wieder spinnt. Würdest du bitte sterben? Link, bitte. Wie viel Schläge hat er jetzt bitte ausgehalten, dieses fette... Oh, natürlich, das kann ich dann auch noch treffen, wenn du... Oh Mann, ey, dieser Typ, ne? Oh, von dem werden wir noch ziemlich vielen begegnen. Und manche von denen haben da noch ein Stahlschild oder sowas. Bin ich froh, wenn wir den Bogen kriegen, weil du kriegst in den ersten drei Tempeln echt eine nutzlose Scheiße. Ja, was dann bei Gegnern der Luft... Die kümmern sich null um das, was du da hast. Kümmern sich nicht um deinen Käfer, die Pumpen sind eh egal, ja. Bei den Fetten, denen einfach mal so ein Heady mit dem Bogen zu verpassen, ist einfach das Beste. Und wo kriegen wir den Bogen? Den kriegen wir ganz zum Schluss. Danke fürs Gespräch. Klar. Klar. Ich finde sein Tigerhöschen übrigens ganz nett da. Oben links. Rechts. Entschuldigung, rechts sind Schwäche. Finde ich übrigens ganz, ganz toll, dieses Höschen. Tschüss. So, reicht ja jetzt, ne? Ist da so drin? Nix. Gut. Liegt die Fledermauskralle hier noch, wo ich sie auch gebrauchen kann? Nee, gut. Auch gut, alles super. Die Zeit sagt, dass ich noch genügend Zeit für irgendwas anderes habe. Aber dass jetzt wieder so ein ellenlanger Dialog kommt und ich keine Lust habe, irgendwas vorzulesen, ne? Kotzen. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du dir vielleicht unbekannte Gebiete entdecken. Ja, das da hinten. Mit dem vielen Wasser. Oder den pennenden Opa da oben. Gebieter dort oben. Mensch! Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht entdecken. Das ist ein bisher unbekannter Q. Ja. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Oh, ich hasse dich! Ich hasse gerade alles auf der Welt. Wir gehen jetzt wieder runter speichern, weil ich habe keinen Bock mehr. Die Folge ist jetzt extra kurz. Finde ich übrigens sehr geil. Finde ich sehr, sehr human. Dass die extra kurz ist. Mit nur 14, 15 Minuten jetzt so. Classic halt, ne? Speichern und beenden. Ich hab keinen Bock mehr. Wirklich, keinen Bock mehr. Boah. Bis ich wieder Bock auf Zelda hab, ist wieder ein Jahr vergangen oder so. Ja, ich möchte wirklich beenden. Ich möchte also eigentlich nie wieder anfassen. So, das war The Legend of Zelda Skyward Sword für immer. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann wieder dabei. Wenn es heißt... Dieses Spiel. Und... wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen und tüdelü.